Verehrte Zuschauer, Freddie Quinn findet hierzulande kaum noch Zeit für größere Tourneen. Deshalb wünschen wir Ihnen besonders viel Vergnügen zu dem jetzt folgenden Konzertabend, den der Hessische Rundfunk aufgezeichnet hat. Herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank, liebe Kinder. Guten Abend, hochverehrtes Publikum hier und zu Hause vor dem Bildschirm. 90 Minuten gute Laune, so hoffe ich, mit Musik. Und wenn man nach langer Zeit oder nach längerer Zeit alte Bekannte oder Freunde wieder trifft, dann stürzt man sich nicht auf die Probleme der heutigen Zeit, sondern es ist so üblich, dass man Erinnerungen austauscht. Und genau das möchte ich mit Ihnen zu Beginn unserer Sendung tun. Erinnerungen, musikalische Erinnerungen an Lieder, die heute längst Evergreens geworden sind. Lieder wie diese. Brennend heiße Wüstensand. Fern in Heimatland. So schön, kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz. Alles liegt so weit, so weit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause, wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland. Wie lang bin ich noch allein? Das war ein Seemann und das Herz war ihm so schwer. Doch es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer. Jimmy wollte ein Mädchen lieben, doch ein anderer kam daher und als Trost sind ihm geblieben. Die Gitarre und das Meer. Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt. Und so nennt er die Gitarre, die er in den Armen hält. Jimmy wollte kein anderes Mädchen,
doch sein Leben war nie leer. Denn es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer. Ich hab eine große Liebe, die ich vorher nie gekannt. La Guitarra Brasiliana, La Guitarra, hab ich sie genannt. Was dem einen sind die Träume, was dem anderen Gut und Geld. La Guitarra Brasiliana, La Guitarra, du bist meine Welt. Bin ich mal froh und glücklich, oh, dann lachst du genau so wie ich. Doch bin ich einmal traurig, weißt nur du, was ich fühle. Und dann weinst du für mich. Du begleitest mich durchs Leben und ich danke dir dafür. La Guitarra Brasiliana, La Guitarra, du gehörst zu mir. Es kommt der Tag, da will man in die Fremde. Dort, wo man lebt, scheint alles viel zu klein. Es kommt der Tag, da zieht man in die Fremde und fragt nicht lang, wie wird die Zukunft sein. Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong, hab ich Sehnsucht nach der Ferne. Aber dann in weiter Ferne hab ich Sehnsucht nach zu Haus. Und ich sag zu Wind und Wolken, nehmt mich mit, ich tausche gerne all die vielen fremden Länder gegen eine Heimfahrt aus. Meine Damen und Herren, man trifft sie immer wieder ganz gerne, diese alten musikalischen Bekannten. Aber wie hat es denn eigentlich mit mir begonnen, musikalisch? So, jetzt bin ich beim richtigen Mikrofon. Sie schauen alle gespannt hierher. Ich darf Ihnen versichern, es war die Gitarre, die mich motivierte. Zwar nicht diese schöne, teure, von Helmut Franke gestimmte Gitarre, sondern eine etwas ältere, aber auch eine sehr rustikalische Konzertgitarre. Ich hatte mich damals beworben bei einer großen deutschen Schallplattenfirma und habe vorgesungen. Natürlich nicht mit den Liedern kam ich an, die Sie gerade gehört haben, die zu Evergreens wurden, aber so in meiner damals jungen, unbekümmerten Art habe ich mich hingesetzt vor ein etwas kleineres Publikum, vor das Gremium dieser Schallplattenfirma und habe diesen Titel gesungen. Some people see a man
made out of mud. A poor man is made out of muscle and blood. Oh, yeah. Muscle and blood and skin and bone. A mind that's so weak and a back that is strong. You load 16 tons, what do you give? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. Well, the store boss said, you better bless my soul. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Let's go, man, play it out. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, well, the left one will. You load 16 tons, what do you get, baby? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul. I owe my soul to that company store. Yeah. Danke schön. Thank you. Herzlichen Dank. Freue mich, dass Sie so applaudierfreudig sind. Damals fiel ich mit diesem Lied durch, absolut. Meine Produzentin sagte, also, lieber Herr, wie immer Sie heißen mögen, das ist hier völlig falsch. Sie singen in Englisch. Sie müssen zur BBC oder zu AFN gehen, dann können Sie vorsingen. Das ist für uns nicht geeignet. Nun ja, ich freue mich, dass sie nicht so ganz recht hatte, denn eigentlich fing ja diese Geschichte noch viel früher an. Ich saß in einer kleinen, verträumten, etwas herben Kneipe auf St. Pauli, in einem Etablissement, wo sie wahrscheinlich nie zu sehen sein werden, denn dort verkehrten nur sehr böse Gesellen. Teilweise verkehrten dort Damen, die keine sind, und ihre Beschützer, die sogenannten, wie heißen die noch, Two-Holders, naja, und es verkehrte auch die High Society Hamburgs, und diese Kneipe wurde später berühmt. Es war eine sogenannte Inn-Kneipe, und da saß ich wirklich noch sehr böse mit dem dunklen Blick in schwarzen Jeans und schwarzen Pulli und sang vor mich hin. A sailor met a girl, they stood on the pier. He asked him, my darling, where do we go from here? But she took his hand and they went for a walk. Ja, spazieren. She looked at him sweet, then she started to talk. Und jetzt sagt sie, darling, my darling, I do love you so. Please come with me to a place I know. Herrliches Englisch. From the ferry number 7, it is not so far. It's right around the corner called the Washington Bar. Cigarettes and whiskey and wild, wild women.
They'll drive you crazy, they ain't get you so far. Cigarettes and whiskey and wild, wild women. You find what you want in that good old Washington bar. Herzlichen Dank, ja. Ja. Die gute alte Washington Bar, das war schon eine herrliche Zeit, eine unbekümmerte, unbeschwerte Zeit. Ja, Tio, da stand ein Klavier, sehr verstimmt und sehr alt. Und immer, wenn die Stimmung nicht des Klaviers, sondern unsere Stimmung, die Stimmung der Gäste und meine Stimmung auf dem Höhepunkt war, das heißt, damals, als ich so ein paar gezischt hatte, ja, und ich schon richtig high war damals, ja, Sie lachen, das gab's wirklich. Ich habe das zwar schon beinahe vergessen in der Zwischenzeit, aber es gab's. Dann, nur dann, denn anders wäre ja das nicht auszuhalten gewesen, dann setzte mich an diesen Flügel, der keiner war, sondern an dieses alte, zerhämmerte Klavier und spielte die Melodien der damaligen Zeit, nämlich die rhythmischen Melodien. Joe, darf ich das mal unserem Publikum zeigen und vorführen? Ja. Da staunen Sie, ne? Bitte noch nicht applaudieren. Wer weiß, was da rauskommt. Guck mal, Joe Kirsten wird schon ganz blass. Er fürchtet die Konkurrenz. Aber es war damals die Zeit dieser rhythmischen Gesänge, ja. Ich hatte da einen Titel, der im Süden, in New Orleans, in Amerika modern war. Und wie gesagt, die Jungs steigen ein, ja. Und ich haute da richtig in die Tasten. Na. Unwahrscheinlich, ja. Dankeschön. Also ich glaube, Herr Richter wird keine Konkurrenz fürchten. Und es war ja auch nur eine kleine Andeutung über die musikalische Welle, die damals auf uns zurollte. Es war eine wunderbare Zeit. Der Mann mit der Stirnlocke kam und siegte mit Gesängen, die für unser Ohr völlig neu waren, ja, stellte sich hin und sagte, I see you later, alligator, after a while, crocodile. See you later, alligator, after a while. Na, guck mal, das ist enorm, wie hier eingestiegen wird. Das ist gar nicht, so war das ja gar nicht gemeint. Nein, nein, sollte nur eine Demonstration sein der damaligen Musikrichtung. Damals kam ein junger Kollege, ganz neu, jung, unbekümmert, unbeschwert, der heute einer der ganz großen Entertainer des deutschen Showgeschäfts ist, der stellte sich damals hin und hielt das Mikrofon auf so komische Art, für uns damals komisch, und schlag sich
gut gebaut und wie gesagt unbekümmert und sang Susie Baby, deine Beine sind schön. Deine blauen Augen sehen mich an. Aus diesem Grund sag ich zu dir dann, oh Susie Baby, aus diesem Grund. Oh, 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 oh. Sie haben ihn erkannt, meine Damen und Herren. Heute ein Star, Entertainer, Moderator seiner eigenen Fernsehshows, Peter Kraus. Ein liebenswerter, ein netter Kollege. Ja, das war die damalige musikalische Zeit und alles in Deutschland und in Europa hat gerockt und gerollt. Und glauben Sie mir, ich habe damals mitgerockt und mitgerollt. All right, Jungs, let's go. A one, two, three, four. Sonntag mit Jimmy, Montag mit Jack. Am Dienstag, da gehst du mit Johnny weg. So geht das jede Nacht. So geht das jede Nacht. So geht das jede Nacht. So geht jede Nacht. Das seh ich nie, nie, nie von dir gedacht. Ich schenke Blumen, fahr dich ins Büro. Führ deine Mutti jeden Sonntag in den Zoo. Doch du tanzt am Mittwoch mit Ben. Am Samstag mit einem, den ich gar nicht kenn. So geht das jede Nacht. So geht das jede Nacht. So geht das jede Nacht. So geht jede Nacht. Das seh ich nie, nie, nie von dir gedacht. Hau jetzt! Damals als Baby schon geliebt. Jetzt hab ich den Boogie und den Cha-Cha-Cha geübt. Doch du tanzt am Freitag, Freitag mit Ben. Samstag mit einem, den ich gar nicht kenn. So geht es jede Nacht. So geht es jede Nacht. Das hätte ich nie, nie, nie von dir gedacht. Doch wenn du gedacht hast, ich sitze zu Haus. Ich geh jeden Tag mit einem aus. So geht es jede Nacht. So geht das jede Nacht. Das hättest du nie, nie, nie von mir gedacht. Oh! So geht das jede Nacht, so ging das jede Nacht, ja. Ja, wie gesagt. Das ging so vor vielen, vielen Jahren. Ja. Tja, man ist ja nicht mehr der Jüngste, nicht? So. Meine Damen und Herren, Sie haben es gemerkt, Stimmung im Saal und auf der Bühne. Ein Grund, Ihnen die Solisten des heutigen Abends namentlich zu präsentieren. Gitarre und Stilgitarre aus Dänemark, Niels Tuxen. Am Schlagzeug, die Gitarre. Leadgitarre, Naturgitarre, Helmut Franke. Flöte und Saxophon, El Señor Wilson de Oliveira aus Uruguay. Flöte und Saxophon, Manfred Lindner. Percussion spielt für Sie aus Mexiko, Angel Navarro. Den elektrischen Bass spielt für Sie Manfred Thiers. Trompete aus Belgien, Monsieur Alexandre Malembré. Trompete für Sie, meine Damen und Herren, Dixie Grünewald. Aus London, Keyboards und Fender Piano, Mr. Adrian Askew. Thank you.
besonders freut es mich, dass die Vertreter der ernsten, der klassischen Muse ein so großes Herz für die leichte Muse zeigen. Ich freue mich ganz besonders, Ihnen vorstellen zu dürfen, eine Streichergruppe des Hessischen Rundfunks unter der Leitung von Konzertmeister Robby Spier. Drei bezaubernde junge Damen, Brigitte, Ralle und Antje, das Trio Sweet and Lovely. Und einen herzlichen Dank unserem musikalischen Leiter Joe Kirsten. Jetzt ein völlig anderes Thema. In Erinnerung an einen großen deutschen Komponisten, der es geschafft hat, mit seinen Liedern die ganze Welt zu erobern, an Bert Kempfert, Spanish Eyes. Teardrops have fallen from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you and your Spanish eyes will wait for me. In all of Mexico, true Spanish eyes, please smile for me once more before I go. Your heart can hold. Please say, see, see, say you and your Spanish eyes will wait for me. Spanish eyes, wait. Tja, ein unwahrscheinliches Lied, aber jetzt ein bisschen Stimmung in den Saal. Come on, Joe Kirsten mit Morning Sky. Die Erde gibt die Sonne frei, da schwebt sie über allen Bäumen. Du entfliehst all deinen Träumen und schaust hinauf zum Himmelszelt. Vom Morgen
morgen rot zum ersten blau. Das ist nur eine kurze Zeit, doch bis zum Abend ist es weit. Da kommt noch vieles, was dich freut. Morning Sky, was wird dieser Tag uns bringen? Wird uns alles so gelingen, wie du morgen es wirst lieben?